Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Neverending Dungeon. Das Spiel gibt es im App Store kostenlos und das ist halt einfach so ein, wie man es schon weiß im Namen, Dungeon und man muss halt hier ganz viel Loot farmen. Ist ja ein ganz krasses, ganz großes Farmspiel und genau, wie faszinierend Spiel gibt es hier Quests. Und dann kann man hier noch Ausrüstung herstellen. Die Ausrüstung ist halt, wie man gut, damit man mehr Leben hat. Und das bringt einen dann auch, so kann man dann halt immer bessere Gegner besiegen. Und hier gibt es auch seit neuem so ein Glücksrad. Das wurde seit ein paar Wochen eingeführt. Und man gewinnt meistens nichts Gutes. Ist halt Glücksspiel, ne? Dann Einstellungen halt und so weit habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, weil der das einfach, weil man das einfach richtig lange suchen muss, bis man halt weit kommt. Da gibt es halt noch Invasionsportal, Labyrinth und der Turm. Und ich würde jetzt erstmal sagen, gehe ich in den Kampf. Es gibt halt auch immer, wenn man ein paar Welten abgeschlossen hat, halt mit unterschiedlichen Gegnern, kommen dann halt eine neue Etage mit neuen Gegnern. Dann gibt es hier noch solche Fähigkeiten. Und ich zeige euch jetzt erstmal meine Rüstung. Das ist sie. Es gibt hier auch Seltenheitsgrade. Es gibt einmal, glaube ich, gewöhnlich, selten, halt blau und das heißt, glaube ich, keine Ahnung wie das heißt, und episch. Und dann kommt halt legendär, aber legendär kann man, glaube ich, nur durch Geld freischalten. Es gibt halt im Shop so ein Angebot und diese Fähigkeiten haben halt bestimmte Sachen, zum Beispiel der Erdstein, dieser Erdtritt, da machen die Gegner dann nicht mehr so viel Schaden. Und die ganz unten seht ihr auch die Fähigkeiten. Das ist so eine Fähigkeit, die macht Flächenschaden und schwächt damit auch noch die Angriffskraft des Gegners. Das ist bei Bosskämpfen besonders gut. Und dann gibt es hier noch halt die Ausrüstung, die man findet. Bosse droppen immer ein paar Ausrüstungsteile und ja, hier habe ich jetzt zum Beispiel eins, den kann ich entweder verkaufen, dafür bekomme ich Gold, Geld und das, oder recyceln, ich recycle es mal, ja, da erhalte ich jetzt Materialien und damit kann ich jetzt für besonders irgendwo halt was herstellen, wenn ich genug von denen habe, seht ihr hier unten auch nur. Ich könnte ein paar Sachen fast herstellen, aber die sind halt einfach nicht so gut. Ah doch, lila ist legendär, okay. Also normal ist grau, selten ist grün, besonders ist blau und legendär ist lila. Ja, hier bräuchte ich halt was von, aber da fehlen mir halt ganz viele Ressourcen zum Herstellen. Dann im Shop gibt es meistens nur was für Juwelen. Aber manchmal auch, an manchen Tagen, was wir hier gerade seht, zum Beispiel der Goldring für Geld. Und da seht ihr halt so einen grünen Pfeil. Ah, das ist besser als mein jetziges. Dann das für echt Geld kaufe ich dann immer. Hier seht ihr auch die Werte. Und ja, das kaufe ich dann mal. Kann man auch noch Gold kaufen halt für Juwelen, Kristalle, für echt Geld oder für ein Video. Ja, und hier sind halt solche Packs halt, zum Beispiel nobler Knappe. Das ist halt alles irgendwie so Gold. Keine Ahnung, was für ein Seltenheitsgrad das ist. Und hier so ein Drago. Das ist ein Haustier, sage ich mal. Also, die bekommt man irgendwann noch. Ich jetzt noch nicht, weil ich halt noch nicht so weit bin. Aber die bringen halt dann bestimmte Bonis. Die kämpfen, glaube ich, auch mit, weiß ich aber nicht so ganz. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, den hier verkaufe ich mal, ja, weil grün brauche ich nicht mehr recyceln.
alle grünen Items, die man, die ich herstellen kann, sind schlechter als meine jetzige Ausrüstung. Deswegen recycle ich nur blau und schlechtere lila Sachen. Ja, und hier gibt es dann halt den Bosskampf. Mal gucken, ob ich das jetzt schaffe, aber müsste ja nicht schaffen. Dann mache ich halt direkt alle Attacken. Und wenn ich halt diese Feuerattacke mache, da kommt dann irgend so eine Wurzel irgendwie drum. Und man hat auch einen Heiltrank, den braucht man ganz dringend, wenn, besonders in Bosskämpfen, weil man das ohne die nicht immer übersteht. Aber der Echsenspeer Level 16 besiegen wir easy. Und ist auch schon down. Und wie ihr seht, droppt der Items. Ja, Geld immer und sowas. Mana oder irgendwie. Mana heißt es, glaube ich, und dann noch so ein Amulett halt. Ihr könnt halt auch noch gleich die Ausrüstungsteile sehen. Die Ladezeiten sind auch manchmal etwas länger. Und ja, hier ein Amulett. Haben wir zum Beispiel jetzt ein Goldamulett. Okay, ein höheres Level. Ja, da unten sieht man auch die insgesamte Kraft. Hier Leben und Angriff und dann nochmal die Insgesamtkraft 5k. Weiß nicht, warum da unten. Hier kann man halt alle sehen. Abwehr 2,7k, Angriff 1,6k, Fähigkeit 600. Ja, die Fähigkeiten wollte ich euch noch zeigen. Es gibt einmal das Element Feuer. Da muss man halt immer höher skillen. Einen Skillpunkt bekommt man durch Levelaufstieg und das wird immer schwieriger, Leute. Deswegen dauert das sehr lange. Der Feuerskillbaum finde ich ganz schön gut, weil da halt die Explosion ist. Die Rüstung des Kriegers erhitzt sich, bis sie explodiert. Fügt nahen G, Punkt, 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 Gegnern wahrscheinlich. Hat Schaden 690, Schockdauer 80%, Ablenkzeit 11 Sekunden. Hat zwar eine lange Ablenkzeit, macht dafür eine Schockdauer richtig lange. Und hinrichten, das ist richtig gut, fügt dem Ziel hohen Schaden zu. 3360 Schaden, das ist schon sehr viel. Dann das hier ist Wasser, glaube ich. Das ist halt so Rüstung. So halt mit Schild und sowas. Dies finde ich noch ganz gut und auch ein bisschen Eis, so Wassers Schild. Dann gibt es Stein. Darauf würde ich, genau, der Felsen, der Krieger wirft sich auf eine Gegnergruppe und treibt sie auseinander. Hier wäre das nächste Eisrüstung, die Rüstung des Triers gefriert und verlangsamt so nahe Gegner. Ich weiß da nur noch nicht, ob man dann selbst sich nicht bewegen kann. Deswegen würde ich hier auch erstmal auf die Explosion warten, obwohl ich jetzt schon den Felsen freischalten kann. Und dann noch hier Wind ist das, glaube ich, oder Luft. Das finde ich jetzt halt. Also da macht man halt Heilung. Ja, die Regeneration erhöht sich halt. Windmühle. Ist halt so was mit Wind, aber. Und Donnerstab. Der Krieger lädt seine Rüstung elektrisch auf. Aber ich finde hier das jetzt ein bisschen interessanter halt. Ich glaube, die sind alle irgendwie in irgendeinem Sinne gleich gut. Aber wir sprechen halt Feuer, Wasser und Erde an. Besonders Feuer, weil das so. Irgendwie finde ich das richtig nice, weil der ja auch so viel Schaden da macht. Ja, man kann auch die Fähigkeiten verbessern. Für Echtgeld muss man aber auch ein bestimmtes Level erreichen. Oder mit Skillpunkten, glaube ich, auch manchmal. Ja, hier oben kann man halt immer drei Fähigkeiten dabei haben. Und ja, da oben kamen jetzt solche Leute raus. Da hat man vielleicht oben rechts oder einfach zurückspulen so ein Zeichen gesehen. Das muss man draufdrücken, dann wird das geöffnet. Hallo, alles okay? Ich glaube, es leckt gerade ein bisschen. Ja, also da sind jetzt da aus diesen Steinen halt spezielle stärkere Monster rausgekommen. Was haben wir hier? Hier haben wir was. Okay, das ist was für eine Mission. Weil das da anscheinend rumleckt, würden wir gleich in den Bosskampf gehen. Also hier ist, na, 10 Tagesquests, 3 Items auf dem Markt, Erfolge. Nee, auch nicht komisch. Egal, ja, ich gehe jetzt erstmal in den Bosskampf, weil es hier anscheinend nicht weitergeht. großer Unhold.
Level 16, okay. Ja, da müssten wir. Lol, wie groß dann diese Wurzel auch wird. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber das ist auch ganz einfach. Macht uns hier überhaupt gar keinen Schaden. Der regeneriert sich halt auch immer weiter. Halt 100 Leben pro 0,5 Sekunden oder so, aber alles easy. So, Level 19 Schild ist, glaube ich. Ich habe, glaube ich, ein besseres, oder? Ja, ich habe ein besseres. Okay, ja, dann verkaufe ich das halt noch gerade schnell. Ja, dann würde ich auch mal sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ciao.